So, da sind wir wieder. Und in der letzten Zeit, Stream, ich wollte sagen in der letzten Folge, aber das ist nicht so ganz richtig, haben wir ja noch schnell eine Tierfarm hingesetzt. Ja, das mal schnell war dabei wirklich ein relevanter Punkt, denn jetzt haben wir eine kleine Hühnerinfektion hier. Alles ist voller Hühnchen. Alles voll mit Hühnchen. Ich würde mal sagen, wir machen Folgendes. Wir schalten dich einfach mal ab. Und lass dich zu Ende laufen, dann ist gut, denn ja, das wird sonst ein bisschen anstrengend. So, und wir lernen mal kurz die Hühnchen aus. Ja, das waren jetzt ganz viele nicht. Naja, egal. Die sterben ja alle nach und nach. Aber ja, was ich übrigens auch vergessen habe, was mir dann zum Glück einen Tag später aufgefallen ist, ist, dass ich die ganzen Dinger hier noch gar nicht gechunkloadet hatte. Das heißt, unsere Tierfarm lief überhaupt nicht weiter tatsächlich. Den ersten Tag. Und die Baumfarm auch nicht, auch wenn die natürlich so schnell war, dass es eh egal war. Aber hey, wie man sieht, ich habe die Chunks jetzt halt geladen, hab's dann nochmal einen Tag laufen lassen und das somit revidiert, denn wie man sieht, jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Menge an Holz und Saplings und so weiter. Nur Laber-Saplings haben wir erstaunlicherweise noch nicht ganz voll, aber alles andere haben wir voll. Das sieht doch gut aus. Ja, warum auch immer wir so wenig Karotten. Achso, weil wir die noch nicht genug gekriegt haben wahrscheinlich. Und ansonsten bekommen wir halt ja nur Raw Meat und Pink Slime, denn wir haben jetzt Slaughterhouse und nicht was Items einsammelt. Das Slaughterhouse sammelt ja keine Items ein, sondern nur Flüssigkeiten. Und ja, wir haben inzwischen zwei Buckets in unserem Reinforced Portable Tank. Das reicht uns auch fürs Erste. Denn viel mehr brauchen wir erstmal nicht. Und genau darum wollen wir uns auch heute kümmern. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich möchte mich heute ein bisschen darum kümmern. Ich denke mal, ich werde nochmal Folgendes machen. Ich werde mal kurz die Viecher alle einsperren hier. Da baue ich nochmal ein Soulvile mehr. Soulvile. Gib mir nochmal eins bitte, denn naja, ich brauche noch Fused Quartz, ne? Fused B. Quartz. Ach so, Fused mit S. Okay. Gib mir mal drei Stück. Das sollte auch nicht so lange dauern. Dann können wir nämlich vier von jeder Sorte einfangen und dann für die nächste Farm uns schon mal bereitlegen. So. Wobei wir, glaube ich, nur zwei Kühe haben, ne? Ja. Hey. Eins Kuh, zwei Kuh, eins Huhn, zwei Huhn, drei Huhn, vier Huhn. Nehmen wir uns schon mal. Dann suchen wir uns mal schnell zwei Kühe. Und dann brauchen wir irgendwas, wenn wir diese ganzen Hühnchen abschlachten können, die uns jetzt hier unserer Umgebung voll klattern. Am liebsten hätte ich eine Gravity Gun. Dann könnte ich sie einfach kurz nehmen und wegschießen. Um sie dann nämlich einfach in der Umgebung irgendwo zu haben. Aber das geht ja leider nicht. Denn Gravity Gun ist tatsächlich eine Mod, die in der 1.64 in Die of 20 Pack noch drin war und danach irgendwie erstaunlich wenig gesehen wurde. So ein bisschen. Aber naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, mach mal kurz hier das Feld wieder aufbauen, denn das wurde ja auch zerstört. Dass wir immer noch diese billige Stonehoe haben, um das zu machen, einfach. Ist auch ein bisschen bekloppt, aber naja, ist halt was es ist, ne? Ist halt was es ist. So und so. Schwupps. Gut, ja, und dann müssen wir mal so ein bisschen hier Culling betreiben fast. Haben wir eigentlich irgendwas, das auf Entfernung Viecher töten kann? Also so ein bisschen auf Radius Viecher töten kann? Ich weiß gar nicht. Muss ich einfach ein bisschen manuell durch die Gegend fliegen und mal so ein paar Hühnchen abschlachten. Das sind wir dann doch so ein, zwei zu viel, um die alle leben zu lassen. Auf Dauer ist es dann doch ein bisschen nervig. So. Tiger Woods. Warum kann ich die Tiger Woods hier eigentlich nicht setzen? Das verstehe ich nicht so ganz. Steine kann ich da hinsetzen. Und jetzt auch Tiger Woods Tablets. Ah, wahrscheinlich ist es Licht von den Arcane Lamps. Das ist wahrscheinlich das, was es ist. Das Licht ist von den Arcane Lamps. Und das, weil das da dunkel ist, der das natürlich da hinsetzt. Ich baue da jetzt einfach mal zu. So. Warte ein bisschen, dass das Ding die Lampen neu platzieren kann. Und dann kann er das nämlich dann entsprechend tun. Ah, da hat er schon. So. Und dann können wir das nämlich einfach wieder abbauen.
So. Huch. Survival wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Achso, jetzt die Sachen nimmt er ja auch gar nicht. Ich hab das ja geblacklistet, das Ding sogar. Stimmt. Belladonna sieht, hat er mir schon wieder was kaputt getrampelt, alle diese Hühnchen. Diese Hühnchen, sie trampeln mir alles kaputt. Alles trampeln sie mir kaputt. Es kommt halt davon, wenn man so ein Ding hier so nah dran baut. Naja. Okay, aber die Soulwalls packen wir dann erstmal hier rein. Dann haben wir die wenigstens da. Und dann brauchen wir noch mal ein bisschen, was ist das? Wir machen noch mal ein bisschen mehr Fused Quartz. Ich bestelle noch mal 20 Stück. Und noch mal Solarium, sagen wir mal wenigstens 2, 3 Stück. Dass man halt so ein paar Soulwalls mal so übrig hat. Das ist eigentlich immer ganz sinnvoll. Denn, ja. Man weiß nicht, wofür man sie mal brauchen kann. So. Und wenn es nur ist, um halt dahergelaufene Hühnchen wieder dahin zu bringen, wo sie hin sollen, nämlich in ihr Gehege. Ja, oder da, wo sie sich selbst umbringen. Wupp. Wupp. Gott. Babyhühnchen sind anstrengend. Naja, egal, da dürft ihr dann halt bleiben. Wie erwachsen werdet, seid ihr eh tot. So. Und wenn ihr Eltern genug Liebe gemacht habt, dann sind ja auch die Seeds irgendwann alle, also ist es dann auch egal. Und bis dahin müssen wir noch kurz ein, zwei Hühnchen umbringen. Ansonsten sind mir das nämlich echt zu viele hier. Bock, 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 bock. Das Sterben der Hühner. Was für ein wunderbarer Sound. Bock, bock, bock. Okay. So. Hätten wir das erstmal erledigt. Das Gröbste haben wir, glaube ich, jetzt erstmal behoben. Alles weitere kommt dann noch. Aber erstmal wird es hoffentlich so reichen. Okay. Dann. Wollen wir doch mal gucken. Wir wollen nämlich jetzt, denke ich mal, Pink Slimes uns besorgen. Das ist ja der ganze Sinn, warum wir ein Slaughterhouse aufgebaut haben. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das lieber mit einem Endio-Spawner oder mit einem Mind Factory Reloaded Spawner mache. Denn im Endeffekt, die Mind Factory Reloaded Spawner brauchen weniger Energie. Dafür brauchen sie immer Mob-Essence. Mob-Essence haben wir aber theoretisch, nur halt nicht besonders viele, aber wir haben welche. Wohingegen die Endio-Spawn einfach nur Energie brauchen. Und ich weiß halt nicht, wie viel Energie so ein Pink-Slime braucht. Das ist das Problem. Heißt, wir wollen auf jeden Fall mal so ein Bucket. Ein Bucket. Und dann können wir einfach mal anfangen. Wir können ja mal, wir haben ja eh zwei Buckets. Wir können ja uns mal so ein Safari-Netz machen. Auch noch. Oder sagen wir mal ausprobieren. Was die bessere Variante ist. So. Also gib mir mal ein Pink Slime Bucket. Und dann töten wir noch mal ein paar Hühnchen. So ein, zwei Stück sind ja okay, aber das sind irgendwann zu viele. Und dann nehmen wir diesen Pink Slime Bucket und machen ihn irgendwo hin. Einfach irgendwo hin und warten ein bisschen. Denn was dann irgendwann passieren soll, ist, dass das Ding zu einem Slime wird, den wir dann aufsammeln können. Theoretisch gesehen bin ich gerade überlegen, ob ich einfach einen, Theoretisch gesehen könnte ich auch so anders machen. Naja, egal. Hopp, komm her, Pink Slime. So. Haben wir einen Pink Slime. Theoretisch gesehen könnte ich auch kurz in der Testwelt gehen. Und mal kurz Pink Slime und, so oder so vergleichen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Sollte ich jetzt mal kurz machen. Wir sind hier im Stream und nicht im Let's Play. Beim Let's Play würde ich das wahrscheinlich erst recht machen. Nur dann halt auf Camera gehen, es kurz testen und es dann einfach sagen, was besser ist oder es getestet haben, bevor ich überhaupt anfange. Aber das hier ist ja ein Stream. We're doing it live. Einfach mal so in die Testwelt das einfach mal kurz machen. Hey ja. Ich meine, auch das gehört ja eigentlich dazu. Das sieht man halt nur im Let's Play nicht, weil es halt im Let's Play dann dazu gehört, dass ich es nicht teste. Aber hier testen wir es jetzt mal on Camera.
Also, du gehst nicht, du gehst nicht und du gehst auch nicht. Du kannst mal nach da oben. Ich möchte nämlich eigentlich testen Folgendes. Ich brauche einen Spawn. Also brauche ich eine Creative Energy Cell. Creative Energy Cell. Irgendwo hin. Sagen wir mal da oben. Habe ich einen Sash an? Ja, habe ich. Wie bin ich trotzdem langsam? Natürlich bin ich langsam. Gib mir mal irgendwie Dark Boots, X und Locked Haste 3. Das sollte schon ein bisschen helfen. So, dann setzen wir dich einfach hin. Brauchen wir ein paar Conduits. Achso, und dann brauchen wir noch Dark Steel, wenn wir schon dabei sind. Dark Steel Rüstung, so. Jetzt haben wir ein bisschen. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit, die wir gewohnt sind. So, ein Conduit. Conduits. So. Und dann brauchen wir einen Soulbinder. Soulbinder. Octet-Capacitor brauchen wir auch. So. Und wir brauchen technisch gesehen noch einen Power Monitor oder sowas. Ne, jetzt sieht man glaube ich auch so. Spawn, ja. Also, wir brauchen nämlich einen Powered Spawner Empty. Dann brauchen wir einen Broken Spawner irgendeiner Sorte. Dann wollen wir außerdem einen Autospawner. Wir brauchen noch einen Creative Tank. Creative Portable Tank mit Mob Essence. Essence heißt das Zeug, glaube ich. Genau, es das heißt aber nur Essence. Und ein Tank. Etwas, das normal sich füllt. Sagen wir mal so ein Reinforced Portable Tank. Den füllen wir mal auf. So. Und jetzt brauchen wir noch ein Safari-Netz und eine Soul Vial. Und dann brauchen wir noch Pink Slime. Zwei Stück. Jetzt fangen wir hiervon einmal hierfür. Komm her. Mit Pink Slime. Jetzt brauchen wir noch mal Pink Slime. Komm. Zocke die Bumsti. Sehr schön. Pink Slime und Pink Slime. Dann müssen wir den Spawner hier zu Pink Slime umwandeln. Mit 15 Leveln. Stimmt, ich vergesse noch, dass das Ding Level braucht. Liquid XP. XP. Go. Das mit dem Octet-Capacitor, das dauert halt wirklich lange. Selbst mit dem Octet, das ist krank. So, aber dann brauchen wir außerdem einen Power Spawner. Mit Active with Signal Lever. Weil wir eigentlich Active without Signal machen wollen. So. Und dann das gleiche für hier. Denn du müsst mich auch Active without. Inactive without Signal. Inactive with Signal. Meine Güte. Ist ja auch aus, wenn ich den Signal gebe. So. So, bist du fertig? Fast. Wir brauchen noch einen Anvil, den haben wir glaube ich hier sogar. Du kommst schon mal da rein. Du bist fertig. Jetzt haben wir nämlich einen Pink Slime Broken Spawner. Den kombinieren wir jetzt mit einem Powered Spawner. Das geht nicht im Auto-Anvil, dafür brauchen wir einen normalen Anvil.
Vielleicht sollte ich mal einen Tank dran setzen. Open Blocks Tank. Und dann oben einfach Pull. So. Keine Ahnung, wie viel Level das braucht. 30. Jetzt haben wir 30. So, in der Reihenfolge, zack. Jetzt haben wir einen Pink Slime Powered Spawner. Und den können wir jetzt dran setzen. Active without Signal. Machen wir aus erstmal. Also, wie viel RF pro Tick brauchst du? 1500 RF pro Tick. Wie viel RF pro Tick brauchst du? Steht das überhaupt dabei? Ich weiß nicht, ob das dabei steht. Aber du machst wahrscheinlich gar nichts, ohne dass du Mob Essence hast. Nö. Aber wir können ja so machen. Und da reinfüllen. Und dann wieder ausmachen. So, heißt, du brauchst 1500 RF pro Tick. Vollgas. Mach mal. In Arctic Capacitor Form natürlich. Dann kriegen wir auch ordentlich was. Und das geht auch relativ schnell. Wie viel brauchst du denn ohne Arctic Capacitor? 160 RF pro Tick, das ist noch nicht wirklich viel. Das ist doch noch nicht wirklich viel. 160 pro Tick ist nicht wirklich viel. Wie viel kostest du denn? Kann ich nachgucken, wie viel du kostest? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich brauche ich dafür erstmal irgendwie so einen Power Monitor oder sowas. Wie kann ich denn messen, wie viel der verbraucht? Naja, egal. Gucken wir erstmal, wie viel du brauchst an Mob-Essenz. Mit einem Mal spawnen. Weil ich meine, 160 pro Tick ist jetzt nicht sonderlich viel. Ich glaube, wir werden tatsächlich Powered Spawner Route gehen. Also das Sheriff Protect ist wirklich nicht viel und dafür brauchen wir halt dann nichts außer der Energie. Es gibt ja auch andere Sachen, die dann besser sind hiermit, aber ich glaube, das ist tatsächlich mit dem Powered Spawner effektiver. Oder? Ich meine. Wie viel Energie ziehst du? Ach, naja, egal. Also ich glaube, wir nehmen tatsächlich einen Powered Spawner. Das ist schon okay. Wir nehmen einen Powered Spawner. Wir nehmen einfach einen Powered Spawner. Ich habe jetzt keine Lust, lange rum zu daddeln da. So, ich glaube, ich hätte so ein Gate oder was. Kann man das irgendwie testen? Keine Ahnung. Das ist jedenfalls ein Wither-Skelett. Das sind die ganzen Villager. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe inzwischen eine Quarry. Gut, ich habe jetzt schon auch eine Weizenfarm, aber naja. So, das Reusable Safari, das packe ich mal einfach so mit in das Tank rein und dann nehmen wir mal so. Also, Powered Spawner. Powered Spawner. Da brauchen wir einen Powered Spawner Empty. Der kostet all dieses ganze Zeug. Das können wir, glaube ich, am schnellsten erstellen, wenn wir jetzt einfach beibringen. Ja, da brauchen wir erstmal Köpfe. Also, Head oder Skull. Wir haben so viele Zombie-Heads, nimm mal bitte die. Dann brauchen wir Vibrant Crystal. Wir brauchen Z-Logic Controller. Wir brauchen Electrical Steel. Und wir brauchen ein Machine Chassis. Meine Güte, wie lange brauche ich fürs Electrical Steel? So. Haben wir nämlich mal kurz einen Powered Spawner beigebracht, dann brauchen wir da nicht lange rumhühnern mit. Haben wir denn schon Broken Spawner? Wir müssten schon ein paar Broken Spawner haben.
Ja, Zombie, Cave Spider, Spider. Cave Spider sind die wertlosesten, also nehmen wir die. Und kombinieren Cave Spider mit unserem Pink Slime hier. Schwupps, schwupps. Das geht von alleine, denn wir kriegen ja XP. Auch hier aus dem System. Und ich meine, wir haben ja gerade einmal 2133 Level, das können wir uns ja wohl leisten. Das läuft jetzt wunderschön. Und dann haben wir also den Broken Spawner in den richtigen Sachen. Und dann müssen wir eben noch den Powered Spawner daraus machen. Also Powered Spawner nochmal herstellen. Und wir haben nochmal drei davon. So. Das noch hier passend? Ja, hier geht noch ohne Probleme. Conduits brauchen wir dafür noch mal kurz. Ah! Plums. So. Extract, extract, extract. Macht's irgendwie einfacher. Das ist halt hier Extract und da Insert ist. Dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die höhere Priorität kriegen als die ausgleichenden Magmatics. Denn eigentlich wollen wir ja jetzt auf Solarenergie so langsam umsteigen und weniger mit den Magmatics arbeiten. Denn die Magmatics sind ja einfach noch ein Relikt sozusagen. Die sollen sozusagen unsere Backup-Power sein, wenn die Solarenergie nicht mehr ausreicht in der Nacht oder so. So, okay. Aber dann haben wir jetzt einen Power-Spawner und wir haben einen Broken-Spawner mit Pink Slime, das ist gut. Jetzt kombinieren wir die beiden noch mal kurz und im Anvil. Mit unseren 300 Leveln machen wir das natürlich nicht. Egal wie ineffizient ich werde, weil ich doch viel habe, so ineffizient auch wieder nicht, dass ich das mir über mich ergehen lasse von 330 Levels verbrauchen statt 30 Levels. Gut, das war ein sehr komplizierter Weg zu sagen, ich bin einfach zu effizient. Also, Powered Spawner mit Pink Slime können wir uns jetzt leisten. Ich bin mal der Meinung, dass wir einfach irgendwo hinballern und dann funktioniert das. Denn ich, ja, denke nicht, dass wir irgendwas anderes damit machen müssen. Heißt, wir stellen einfach mal irgendwo mit hier hin. Wo haben wir denn eigentlich Strom, wo wir sowas hinstellen können? Ich glaube, wir haben Strom ja tatsächlich nur oben. Ja, wir haben den nur auf unserer Plattform den Strom. Wir haben noch keinen runtergelegt. Alles unten läuft mit Solar Panels. Das heißt, ich würde gerne einfach irgendwo, wo wir Strom haben, dich mal anschließen. Lass mal irgendwo hier oder so. Wir haben. Hier haben wir Strom. Mach mal. Ah ne, das war ja auch im Weg. Ist überall im Weg. Überall im Weg. Das finde ich nicht gut. Alles weg. Dann machen wir mal hier hin. Ich glaube, das ist noch gut. So. Packen wir den nämlich einfach hier oben hin, dann ist das gut. Conduits. Schwupps. Und dann stellen wir den einfach hier hin und sagen, wir sind glücklich. Stellen dich auf Active with Signal. Und machen einen Hebel dran. Haben wir. Wow. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ihm Carpenter das Hebel beizubringen, einfach weil ich es witzig finde. Die können wir sogar auto-craften. Wir bringen ihm einfach direkt Carpenter das Hebel bei. Brauchen wir irgendwas anderes? Nein. Einfach nein. Wir brauchen nichts anderes als Carpenter das Hebel. Normale Hebel sind für Loser. Was wollen wir wetten, dass wir normale Hebel noch für irgendwas Autocrafting-mäßiges brauchen? Toggle-Latch, Conduit-Switch. Na ja, gut, nichts, wo man mal kurz sich Hebel herstellen könnte. Channel-Valves. Stimmt, ich müsste mich auch noch ein bisschen mit Acrycraft beschäftigen. Egal. So, also, Lever. Und an. 160 auf Protik sind fast gar nichts. Da können wir entspannt einfach laufen lassen und kriegen jetzt so ein paar Viecher und die können wir mit Looting abschlachten und kriegen wir wahrscheinlich genug.
Looting, Looting, Looting! Yay! 6 Slime Balls. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen, glaube ich, 9 für den Slime Block und noch ein paar mehr brauchen wir für halt wirklich was Sinnvolles am Machen. Weil natürlich könnten wir das jetzt auch autorisieren, indem wir da irgendwie was ranstellen oder so, um halt das zu autorisieren, aber. Das wäre jetzt so ein Grinder oder sowas, aber. Naja. Weiß nicht. Ich meine, der hat ja auch eine Area, ne? Aber die können wir auch nicht show. Wir brauchen auf jeden Fall. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Ich glaube, 3 brauchen wir für das, was ich natürlich vorhabe jetzt. Fernkampfwaffen, ist klar. Braucht, glaube ich, 3. 4 sogar noch. 4 war es sogar. 4 mal 9 sind 36. Also muss ich kurz mal 36 Stück davon farmen, dann haben wir genug. Das sollte dann absolut kein Problem sein. Denn ein Hoch auf Looting! Und schon mal genau 36. Stopp! Ich lasse den da jetzt einfach stehen. Oder? Nö, ich baue den in den Boden rein. Das sollte auch kein Problem sein. Und dann da baue ich einen Hebel drauf. Wenn wir es mal brauchen, können wir es für irgendwas nutzen. Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch bekloppt. Das sieht zum einen bekloppt aus und zum anderen ist es auch einfach bekloppt. Nein, nein. Du kommst in die Kiste an sinnvollen Dingen, die ich irgendwann nochmal vernünftig aufsetzen will. So. Also. Oh, ich muss nochmal ein paar Viecher töten. Ich brauche mich noch Vieh. So. Haben wir jetzt ein bisschen mehr wie? Jetzt haben wir jetzt ein bisschen mehr wie. Immer noch nicht so viel wie ich wollte. Und irgendwie hat man mir schon wieder einen scheiß Huhn getrampelt. Lass das doch mal sein, du Huhn! Alter! Junge! Oder Mädel? Weißt du nicht, was du davon du bist? Du schreist förmlich danach. Los! Husch! Husch ins Köpfchen! Um es mit den Worten eines blauen Bären zu sagen. In einem Spiel, das ich mal als Kind gespielt habe, das wahrscheinlich irgendwie so niemand kennt. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn das niemand kennt. So. Weißt du was, wir machen nochmal einen kurzen Abstecher. Wie? Gib mir mal eine Perdition Note, die auch Aura Ordo hat. Schwupps. So. Haben wir das nämlich dann auch mal kurz geklärt. Wirst du wohl die Fresse halten? So, Feuer brauchen wir noch. So, jetzt sind wir wieder voll. Nur haben wir ihn wieder auf 50. Und damit kann der auch mal wieder hier rein. Erstmal was fressen. Lass uns mal fett was fräsen. Ui. Hey, danke dir, Lehrer. Hallo. Cool. Vielen Danke. Für den Sub. Das ist ja cool. So. Bogen wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Bumm. Guck mal, da ist sogar der Wither, der stirbt, feiert, dass du das gemacht hast. Macht auch so ein schön lautes Geräusch. So, das kann auch weg. Und dann haben wir jetzt unsere 36 Pink Slime Walls. Die müssen wir einmal zu Pink Slime Blocks erstellen. Und die müssen wir schmelzen. Und dann kriegen wir nämlich Pink Slime Crystals. Und diese Pink Slime Crystals, die sind tatsächlich die Wurzel allen Gutes. Denn damit können wir jetzt ganz viel tolles Zeug machen. Also, wir wollen natürlich, ist eigentlich ja klar, ich meine, warum sage ich das überhaupt nicht einfach? Wir wollen natürlich einen Crossbow bauen, ne? Ist klar, ist klar. Also, brauchen wir einen Crossbow Limb. Wir brauchen außerdem einen Crossbow Body. Und wir brauchen einen Bowstring. Und wir brauchen ein, so ein Large Binding, aber das ist nicht ganz so wichtig. Also, haben wir damit jetzt schon mal unsere Sachen hier.
Und dann können wir schon mal sagen, wir brauchen nämlich einen Crossbow-Limb aus Pink Slime. Denn Pink Slime ist mit Abstand das geilste Material dafür. Wenn wir uns mal Crossbow-Limbs angucken, die einzigen, die wirklich eine Chance haben, sind eigentlich Sachen aus Slime. Und wenn wir uns hier mal angucken, 1,4 Sekunden Draw-Speed und 4,2 Arrow-Speed ist schon mal ganz gut. Blauer Slime, das ist shiny. Blauer Slime ist noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Hat nämlich ein bisschen weniger Arrow Speed, nämlich 4 statt 4,2. Hat dafür aber auch nur 1,05 Draw Speed statt 1,4. Ist also ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Aber die beiden sind so ein bisschen. Der eine kann das eine, der andere das andere. Aber meiner Meinung nach wäre Blau besser. Ja, oder man nimmt halt Pink Slime und hat 0,75 Draw Speed und 4,7 Arrow Speed. Ja. Ne, also, what the fuck. Einfach mal 0,75 statt 1,4 bei trotzdem nochmal 0,5 mehr Jaws, mehr Arrow Speed. Das ist halt einfach nur krank. Und die meisten anderen Materialien, die man halt hier so findet, sind dann alle eher so: Hey, wir haben hier tolle Materialien, aber leider haben die einen großen Nachteil. Sie haben irgendwie einen Jaw Speed, der so 50.000 Jahre ist. Es gab mal eine Zeit, in der Signalum absolut insane war für Crossbows. Die habe ich noch miterlebt. Da war Infinity gerade relativ neu noch draußen. Es war auch die Zeit, in der Endurium so absolut insane war für Tools. Also das Zeug hier, ne? Endurium war ja damals absolut insane für Tools. Wirklich absolut insane. Und aus einer ähnlichen Zeit kommt noch, dass Signalum absolut insane für Crossbows war. Irgendwie 50.000 Schaden gefühlt bei auch 0,25 Draw Speed oder so. Also richtig krank, was man da zusammenbasteln konnte. Das geht nicht mehr. Und deswegen ist jetzt halt Pink Slime tatsächlich das beste Material, was wir haben können. Denn es ist halt wirklich ein. Grüner Slime hat ein bisschen mehr Draw Speed. Ein bisschen mehr Draw Speed, einfach ein bisschen mehr Arrow Speed. Blauer Slime hat ein bisschen mehr. Bisschen weniger Arrow Speed, einfach auch ein bisschen weniger Draw Speed. Ja, und Pink Slime hat einfach sowohl wenig Draw Speed als auch viel Arrow Speed. Und damit habe ich jetzt wieder lang und breit etwas ganz Offensichtliches gezeigt. Aber hey, damit haben wir also schon mal Teil 1. Teil 2 ist natürlich klar, es ist ja ein großes Binding. Und was machen wir mit großen Bindings? Korrekt, wir machen erstmal ein Stack Papier und machen das dann aus Papier. Das ist ja wohl. Das ist keine Diskussion, oder? Das ist keine Diskussion. Es ist ein Binding. Bindings haben keinen Einfluss auf irgendwas. Und mehr Modifiers sind immer gut. Es gibt eigentlich nichts anderes, was irgendwie damit mithalten würde. So, das nächste, was wir noch haben wollen, ist ein String. Und für Bowstrings gibt es eigentlich ziemlich genau drei Varianten. Es gibt den Bowstring, es gibt den Enchanted Bowstring und es gibt den Fiery Bowstring. Und tatsächlich bin ich ja normalerweise immer ein Fan von Modifiern. Aber das Problem ist, dass der Modifier mehr hier 0,9-fachen Arrow Speed bringt. Ne? Bowstring ist klar, hat 1, ist klar, Space Wert. Enchanted Bowstrings, außer halt diesem Enchantment-Material da aus Enchanted Cloth, haben aber leider 0,9-fachen Arrow Speed. Dafür aber auch ein bisschen höheren, schnelleren Jaw Speed, 0,8, also ein bisschen schnellerer Jaw Speed, aber dafür halt niedrigerer Arrow Speed. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht niedrigeren Arrow Speed, wir wollen höheren Arrow Speed. Denn Arrow Speed ist am Ende auch ein Punkt dafür, wie viel Damage wir machen. Und Fiery Bowstrings geben uns tatsächlich 1,2-fachen Arrow Speed, was ein gutes Stück ist. Auch 1,1-fach mehr Draw Speed, also ein bisschen mehr Draw Speed, aber dafür auch ein bisschen mehr Arrow Speed und ein bisschen mehr Durability, die uns eigentlich völlig egal ist. Also, wir nehmen Fiery, nicht Fire, Fury, wie heißen die Dinger denn? Flamestring heißen die Dinger. Also, Flamestring von den netten Spinnies, die wir da im Nether finden. Dann können wir das also herstellen. Und das letzte ist natürlich auch wieder klar, ne? Da brauche ich auch gar nicht diskutieren. Wenn wir irgendwas haben, was Toolrod-mäßig ist, und das ist der Crossbow Body, nehmen wir uns doch mal was Einfaches mit, nämlich Iron. Blaze Potter ging, glaube ich, nicht mehr in dieser Version, ne? Blaze Potter hat keins mehr, ne? Nee. Blaze Rods ja, Blaze Powder nein. Blaze Rods wäre aber auch eine Möglichkeit, die haben auch 1 zu 2. Wir nehmen einfach Blaze Rods. Ich bin zu faul, noch Moosstein zu nehmen. Ist auch 1 zu 2. So. Und zwar machen wir natürlich dann unseren Crossbow Body 5 Stück aus Thormium, ist ja klar. Und ich denke, wir brauchen 10. Das waren ja immer 4 pro. Und das heißt, wir haben tatsächlich das gar nicht so schlecht, wenn wir so machen. Also 10 Stück davon, 5 Stück davon. Und schon haben wir das schon mal umgewandelt. Jetzt können wir nochmal sagen: Flupp, mach mal weg. Jetzt kriegen wir auch mal das hässliche Zeug, das auf dem Boden bleibt. Aber naja, mach mal zu, den Scheiß. Und das da kann einfach bleiben, das juckt mich nicht. Wobei, es juckt mich schon. Weg damit. So, einfach zubauen. Gut. Dann haben wir also unsere für ein Thormium.
Und können den Rest hier wegschmeißen. Und brauchen jetzt nur noch umwandeln. Und zwar einmal den Crossbow Body aus Thermium. Und dann wollen wir den Bowstring aus Flamestrings. Yay. Und damit haben wir schon wieder alle Einzelteile. Glaube ich zumindest. Das war alles. Ja. Dann brauchen wir also Limb. Und Body. Und String. Und Binding. Und das ist jetzt unser, wie heißt denn eigentlich mein Crossbow nochmal? Was zur Hölle habe ich immer als Namen für meinen Crossbow? Also ich habe schon wieder länger keinen gecraftet. Das ist so ein bisschen traurig jetzt, dass ich nicht mal mehr das weiß, wie ich die genannt habe. Epic Crossbow war es. Epic Crossbow. Epic Crossbow. Epic Crossbow. Das sieht kacke aus. So, sieht besser aus. Wobei ich das jetzt immer noch mal ganz, weil ich nicht weiß, wie genau Tinkers das managt. So. Epic Crossbow. Epic Crossbow. Mein Epic Crossbow. Zack. Das ist unser Crossbow. Der läuft schon mal. Nun gibt es aber natürlich ein Problem. Was bringt das Crossbow, wenn wir nichts damit schießen können? Wir können zwar, soweit ich mich erinnere, Pfeile damit schießen. Aber, naja, wer will das schon? Ich glaube, den Bow of Bone können wir jetzt nochmal in den Müll schmeißen. Im Endeffekt könnte ich den auch hier nochmal reinpacken, das stört er nicht. So, ja, lass uns erstmal Modifier machen, weil ich nicht möchte, dass das Ding Triplity verliert. Also, lass uns erstmal entsprechend gucken, was wir da drauf haben wollen. Und das erste ist natürlich wie immer Flux. Wie viel Triplity hast du? 2500, das heißt, da kommt ein Hardened Flux Capacitor drauf. Flux Capacitor. Den machen wir als erstes da drauf. Let's down. Aufwerten zu Hardened. Wir haben schon wieder kein Inva. Irgendwie haben wir immer kein Inva, wenn ich es brauche. Oh, ja, geiles Wetter. Lass uns erstmal schlafen. So. Dann können wir jetzt also. Schwupps, schwupps. Flux. Flux Crossbow. Yes. Den einmal kurz aufladen. Dauert ja nicht lange, das ist wieder 4000 RF. Und jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, wie gesagt, wir können auch normale Arrows damit verschießen. Aber, naja. Können wir nicht mal. Okay, cool, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Also ja, wir können damit keine normalen Arrows verschießen. Ich glaube, das war da mit dem Bogen, ne? Mit dem Bogen kann man normale Arrows verschießen. Aber halt, ne, mit dem Bogen konnte man normale Arrows verschießen. Man konnte aber auch Tinkers Arrows machen. Aber wer will schon normale Arrows? Also, die schmeißen wir mal weg. Wir müssen uns also noch was basteln, was wir damit verschießen können. Das sind sogenannte Bolts. Bolts sind ganz, ganz toll. Bolts sind ganz, 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 ganz toll. Denn Bolts sind sehr seltsam herzustellen, tatsächlich. Und was wir für Bolts brauchen, ist nämlich eine Rod, also eine Tool Rod, über die wir dann irgendwas kippen müssen. Ist ein bisschen seltsam. Aber naja. Heißt, wir brauchen nochmal wieder Thermium. Wir brauchen Iron. Und wir brauchen, hey, einen neuen Follower. Nevarium. Nevarium? Das müsste... Nevarium, ja. Müsste das sein. Vielen Dank für den Follow. Cool. Moin. Guck mal, ich kann Leadspeak lesen. Bin ich nicht gut? ja, ich bin nicht gut. Also, Blaze Rods. So, wir wollen nämlich ja noch kurz ein bisschen Thormium herstellen. Lass uns mal einfach 4 Stück auf einmal herrschen, das wird reichen. So. 8 und 4. Zack. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Thormium auf Kante. Yay! Gast immer besser. So. Also, außer. Nein, den Witz bringe ich jetzt nicht. Also, wir haben Thermium Ingots. Jetzt wollen wir daraus eine Tool Rod machen. Und gleich einen schlechten Eindruck hinterlassen, ey. Gleich einen schlechten Eindruck hinterlassen. Wir machen einfach noch eine zweite Tool Rod, denn was machen wir sonst aus Thermium außer Tool Rods? Also machen wir die nochmal aus Thermium. Schmeißen die in unsere, werde ich vielleicht nochmal brauchen, Kiste. Irgendwie nicht so, ne? Irgendwie. Haben wir irgendwie eine Kiste hier für Toolzeug, das ich noch brauchen kann? Ja, ich sollte nochmal eine Kiste hinstellen. Chest. Wir brauchen eine Chest. Eins. Eins Chest. Und die dahin.
Und dann kann da die Tool Rod rein. So, dann haben wir nämlich jetzt eine Kiste für, hey, Tinkers Zeug, das ich nochmal irgendwann gebrauchen könnte. So, ja. Genau. Dann haben wir jetzt auch noch eine Thorium Tool Rod. Und die müssen wir jetzt übergießen. Und natürlich, ihr kennt das beste Material, wir nehmen natürlich Shiny. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das, was ich jetzt versuche, überhaupt funktioniert. Weil ich gar nicht weiß, ob man Thorium überhaupt als Base benutzen konnte. Wir können ja mal gerade gucken. Thorium. Ging das überhaupt? Ja, ging. Okay, man konnte ein Thorium Bolt machen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob man Shiny benutzen konnte. Gucken wir mal. Eisen, das ist Kobalt, Manulin, Copper, Bronze, Ader. Weißt du was, wir gucken nicht, wir probieren es einfach raus. So, du bist auf Aus, heißt, wir können hier unsere Tool Rod drauflegen. Und dann schmeißen wir hier Shiny rein. Ich weiß nicht, ich glaube, man braucht eine oder zwei für Balls. Einen eigentlich nur, dann nehmen wir auch nur einen. So. Ein Shiny machen wir mal kurz. Das kann braten. In der Zwischenzeit müssen wir uns um das zweite kümmern, denn Bolts bestehen natürlich aus zwei Sachen. Und das zweite, woraus sie bestehen, wenn wir uns mal kurz angucken, Bolts hier, besteht aus Bolt Core, das ist das, was wir halt gerade herstellen. Das sind diese Bolt Cores mit halt Naturrot und irgendwas drüber kippen. Das zweite, was wir brauchen, sind Fletchings. Und Fletchings gibt es auch wieder mal gar nicht so viele. Es gibt nämlich tatsächlich Feather, Leaf, irgendeinen Slime und Slime Leaf. Und auch da gibt es dann ganz klar bestes Ding. Ne? Denn Feather Fletchings sind halt der Default, ne? Ist wie Vanilla Pfeile, ist halt immer so ein bisschen der Default. Accuracy von 91%, bäh, Break Chance 5%, bäh, Durability, bäh, pfui, nee. Leaf hat eine geringere Accuracy und hat eine Break Chance, die 0% betrifft. Heißt, dass die Dinger gehen nie kaputt. Ja. Dafür haben wir dann auch 2,5-fache Durability, aber hier 71% Accuracy, finde ich halt auch nicht so geil. Slime hat eine geringere Durability und eine sehr geringe Break Chance, ne? 5% hier sind es nur 0,5. Und dafür eine sehr hohe Accuracy. Aber wenn wir uns Slime Leaf angucken, haben wir mit Slime Leaf eine höhere Durability. Also 1,4-fach, ne? Statt längere. Trotzdem eine 2% Break Chance, was die zweithöchste ist nach Feather, aber naja, Break Chance, wann holt man seine Pfeile schon mal wieder? Und wir haben trotzdem 94% Accuracy, was nur 2 Accuracy-Punkte unter Slime ist, was aber sonst halt schlechter ist. Also Slime hat halt eine niedrige Durability, mit Slime Leaf kriegen wir eine höhere Durability. Heißt, tatsächlich, Slime wäre gut, aber Slime Leaf finde ich besser, denn tatsächlich bei Bolts wollen wir sogar eine höhere Durability, denn Bolts feuern wir ja auch und verlieren sie damit auch und man holt sie halt nicht immer wieder und so, und das sind mehr tatsächlich gar nicht so schlecht als Idee. Dementsprechend wollen wir Slime Leaf Fletching. Was wiederum heißt, wir brauchen mal kurz eine Schere. Ich bin gerade überlegen. Schere. Wollen wir die vielleicht hier reinpacken? Nee, ich glaube, da packe ich lieber ein Builder's Wand oder sowas rein. Wobei, nee, Builder's Wand will ich nicht da drin haben, Builder's Wand will ich, wenn, dann woanders haben. Eine Dolly könnte man da aber ganz gut reinpacken. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee, da eine Dolly reinzupacken. Oder halt meinen Off with the Heads Cleaver. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja. Gut, jedenfalls. Schere brauchen wir. Und dann brauchen wir einen Slime Sapling. Slimy Sapling. Ich packe mal kurz nochmal ein schlaues Büchlein weg. Denn die Namen haben wir jetzt ja vergeben. So. Und dann so ein Slime-Bäumchen. Dann nehmen wir uns kurz unsere Watering-Can. Dann geht das nämlich auch schnell. Ja, ihr seid da, ich weiß. Tschüss, Hühnchen. So, dich brauche ich auch gerade nicht. Ich will jetzt lieber schnell ein Slime-Leaf-Sapling planten. Und dann brauche ich meine Watering-Can und Wachse. Go. Go. Alles eine Watering-Can. Go. Wow. Danke. So, und dann machen wir einfach so. Und dann haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt haben wir schon mal 16 Slime Leaves. Das ist wesentlich mehr, als wir jemals brauchen werden. Hey, ich hätte dem einen Baby abgeschossen. Gut. Slime Leaf. Leaf? Achso, Slimy Leaves wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Gut, haben wir also die und dann wollen wir Fletching. Fletching habe ich glaube ich noch gar nicht geholt. Fletching ist das da. Flup.
So, da rein. Und zack. Wow, Material Cost von 1. Das ist krank. Gut. Also, Slime Leaf haben wir damit auch. Und in der Zwischenzeit sollte hier oben auch mein Shiny fertig sein. Und ich wette, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nämlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, es gibt tatsächlich, wenn wir uns mal angucken, nicht so viele Materialien, die wir verwenden können, die hohe Attack Damage haben. Sword Blade. Nicht large, aber egal. Und zwar haben wir Medium mit 2. Und dann gibt es halt noch Shiny, das ist ja das mit 2,5. Und das andere mit 2,5 ist, glaube ich, noch irgendwo hier auch oben drin, glaube ich. Nämlich das, wo ist das rosane Zeug da? Amethyst. Dachte ich eigentlich, dass es Amethyst ist, aber hat das anscheinend nicht. Ah, nee, warte mal, das ist normaler Ender, das ist normaler Amethyst. Ich glaube, es gab da noch irgendwo. Oder bin ich jetzt blöd? Gab es nicht noch Ender Amethyst? Gut, es gibt natürlich Awakened Draconium mit 7,5 oder so, aber das ist ein bisschen übertrieben dann. Da, Ender Amethyst hat nämlich auch 2,5. Da war es, genau. Ender Amethyst 2,5. Und halt Shiny hat auch 2,5. Aber da wir beides nicht benutzen können, müssen wir uns wohl oder übel mit etwas Schlechterem zufrieden geben. Und das ist Manulin. Also nehmen wir das Shiny mal wieder raus. Und Manulin kriegen wir natürlich ganz einfach. Manulin kriegen wir, wenn wir einmal Kobalt und einmal Ader zusammenschieben. Also Kobalt und Ader einmal zusammenschieben. Beides mal schmelzen lassen. Dauert ganz schön lange. Wir könnten unser Smelting beschleunigen, wenn wir da Pyrothium reinschmeißen. Aber dann müsste ich Pyrothium herstellen. Das ist Aufwand. Und vor allem, das Herstellen ist ja gar nicht das Problem. Das Craft ist gar nicht das Problem. Das Problem ist das Liquefacten. Also das zu halt ne, Flüssigkeiten machen. Das ist das Problem. Das ist aufwendig. Also müssen wir jetzt einmal kurz warten. Können wir irgendwas nebenbei machen? Wir können schon mal die Watching Cane wieder zurückbringen. Auch wenn wir sie absolut nicht mehr brauchen, da wo sie hier gerade ist. Denn wir haben nun wirklich genug zwischen. Ihr seid fertig. Ihr seid noch lange nicht fertig damit, Weizen abzubauen, aber egal. Bau mal die einfach ab. So. Ist mir jetzt egal. Ich werde das irgendwann wieder aufbauen, aber nicht jetzt. So, und dann töten wir euch einfach los. So, das waren mal Hühnchen. Die leben jetzt auch nicht mehr. Und ja, das kann einfach alles erstmal so bleiben. Hauptsächlicher Punkt war ja, dass ich nur die Pink Slime haben wollte. Der Rest ist mir eigentlich egal. Schwupps und schwupps. Und ihr seid jetzt gerade fast fertig. Komm, komm, komm. Go, 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 go. Yes, Kobalt und zack. Es ist übrigens eine halt 1 plus 1 gleich 1 Kombination. Wie man sieht, wir kriegen einen Molten Mandina, aber das reicht ja. Einmal Molten Mandina drauf. Und jetzt haben wir Thormium Mandina Bolts. Und irgendwie liegt hier noch ein bisschen Eisen und so drin. Keine Ahnung, warum das da drin liegt. Habe ich schon wieder vergessen, was ich damit gemacht habe. Aber hey. Also, wir haben jetzt Thermium Bolts mit einer Manulin-Tip oben drauf. Das ist doch schon mal ganz nett. Die können wir jetzt aufwerten. Zusammen mit Slime Leaf. Und dann kriegen wir unsere Mega. Ich kann schreiben. Bolts. Jus. Epic Crossbow, Mega Bolts, Super Pick, Übersword. All die tollen Übertools, die wir so uns inzwischen angesammelt haben. Und außerdem ein wieder zurückgelegter Ingot Cast. Nein, dich brauche ich noch. So. Schupp. Porten wir uns. So, jetzt haben wir also Mega Bolts. Ich weiß gar nicht, ob man die flachsen kann. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich glaube, man kann die nicht flachsen. Aber wir probieren es jetzt aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Aber ich war mir ja schon mal sicher, dass Dinge nicht gehen oder gehen. Und dann war ich völlig falsch. Also lass uns ausprobieren. Habe ich mir gedacht. Gut. Haben wir jetzt also nutzlosen letzten Flachsgewässer gecraftet. Der kann den Müll. Tschüss. Werde ich eh nie wieder brauchen. So. Also wenn, dann craften wir halt einfach einen neuen. Das sind so wenig Ressourcen. Das ist mir jetzt egal. Gut. Ach ja, stimmt. Man konnte ja Kartoffeln zu RF machen. Die haben sogar 32.000 RF, das ist gar nicht so schlecht. Gut, die haben 80.000, aber trotzdem 32.000 RF ist gar nicht so schlecht für eine Kartoffel.
Naja. So. Dann brauchen wir also einmal Moos. Das ist eine der wenigen Sachen, oder eigentlich die einzige Sache in unserem gesamten, ich wollte jetzt sagen Accessoire, aber das ist nicht richtig. Irgendwas gab es da an schönem Wort, das mir jetzt gerade entfallen ist. Naja, jedenfalls an unserem gesamten Tool-Zusammenstellung, die wir hier haben, ist das Einzige, was noch mit Moos laufen muss, weil ich halt Auto-Repair mag. Ich könnte natürlich auch sagen, F it mit Auto-Repair, ich brauche kein Auto-Repair, aber so einer bin ich nicht. Ich spare mir das Manualen, was es kostet zum Auto-Repairen, also zum manuell Repairen meine ich, das nutze ich dann halt mit Auto-Repair, dafür habe ich dann einen Modifier weniger. Das ist es mir ehrlich gesagt wert. Weil ich jemand bin, der sagt, ich möchte nicht absolut perfekt die absolut höchste Menge an Damage rauskitzeln. Ich möchte schießen und mich dann nicht weiter darum kümmern müssen. Und wenn halt ich mein nicht Auto-Repair drauf habe, muss ich mich irgendwann darum kümmern, dass die Bolzen leer sind und sie dann halt manuell wieder auffüllen. Das finde ich nervig. Es sind 219 Bolzen, das reicht mittlerweile und das ist okay so. Also. Dann haben wir jetzt also unsere Bolts mit Auto Repair und unseren Crossbow mit Flux. Dann würde ich mal sagen, das nächste, was wir tun, ist zwei Diamanten, zwei Diamantblöcke, zwei Goldblöcke und zwei Apples, die wir aufwerten wollen. Mit Goldblöcken. Goldblöcke. Nope. Eins, zwei. Und dann haben wir das auch. Und Netherstars haben wir inzwischen auch, ne? Eigentlich sollte ich davon auch mal ein paar benutzen. Wir haben ja noch ganz viele Netherstars, die können wir auch nochmal benutzen, um unsere Modifier zu erhöhen. Also haben wir das und einmal, zweimal. So. Und die beiden. So. Und dann haben wir ja noch Netherstars, die können da ja auch noch rauf. Weil ich es kann auch hier. Und natürlich hier. Die braucht den, glaube ich, nicht. Da sind eh noch drei Modifier voll frei. Aber der hier nimmt den gerne. Du hast Redstone, ne? Ja, du bist aber eh schon auf Instant. Du kriegst aber noch einen, einfach damit ich mehr Redstone draufhauen kann. Und die anderen Tools brauchen es nicht. So. Ich meine, ich habe zwar unendlich Netherstars, aber trotzdem bin ich irgendwie immer zu sparsam mit allem. Also, haben wir das. Dann wollen wir jetzt Quarz, und zwar normalen Netherquarz, denn wir haben ja schon die Erfahrung gemacht, nicht normalen Netherquarz zu benutzen ist nicht gut. Außerdem wollen wir Redstone. So. Und das letzte, was wir wollen, ist nochmal zu überlegen, denn ich glaube, es gab für die Bolts noch ein witziges Upgrade, das ich noch habe, oder gab es es noch nicht in der Version? Ich glaube, es gab für Bolts was Witziges. Ich glaube, da müssen wir auch in die Weaponry gucken, oder? Das ist die Smelting, das Smelting-Buch. Die Weaponry will ich. Denn es gab doch hier auch Bolzen. Ja, cool. Nee, okay, kann ich nicht. Schade. Da steht es nicht drin. Und ich glaube, in dem steht es auch nicht drin, oder? Modifiers Additional, genau. Creative. Netherstar. Das, das. Dann haben wir Flux. Haben wir auch drauf. Smite. Beheading, Knockback, Reinforce, Silk Touch, Draconic, Fury. Sieht schlecht aus. Nö, okay, steht nicht drin. Dann probiere ich es mal auch aus, ob dann ansonsten, wenn es. Dann probiere ich das jetzt mal aus und wenn es das nicht gibt, dann war es, glaube ich, das neuere Tinkers. Aber wir probieren es einfach mal kurz aus. Und ich glaube, kriegen wir irgendwie leicht einen Fisch, ohne dass wir jetzt lange rumhantieren müssen. Anscheinend nicht. Gut, gib mir eine Fishing Rod. Lass uns mal kurz zwei Fische fangen. Hui! Blub. Einmal kurz zwei Fische fangen. Weil ich es einfach wissen muss. Ich glaube, es geht nicht, aber wir probieren es einfach aus. Ist halt wieder dieses. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es halt so lange her ist, dass ich in dieser Version gespielt habe, dass ich nicht mehr weiß, was da drin war. Aber ich glaube, dass es nicht in der Version gab es halt noch nicht. Genau, Summon.
cool, ein schwebender Beutel da. Schwebender Bubbel. Angelhaken. So, komm. Komm. Fischi, beiß an, wir brauchen noch einen. Los. Aua. Wie lange braucht denn das blöde Ding? Wow, ich bin auch schlau, mit der Spitzhacke zu hauen. So, jetzt haben wir dich. Blödes Skelett. Hat überhaupt nicht viel zu lange gedauert, weil ich mein Schwert nicht hab. So, komm. Gebe sie mir eine Fisch. Ich wolle nur eine Fisch. Eine Fisch. Ein Fischi. Wow. Reaction Times sind wieder mal absolut vorhanden. Was übrigens daran lag, dass ich in dem Moment gerade tatsächlich kurz anderweitig beschäftigt war. Weil ich dachte, das dauert ja eh noch lange. Hm. Immer dann, ne? Immer dann. Naja, einmal Fishing Rod wieder zurück ins System. Wenn ich denn bitte einmal kurz das System auch öffnen darf. Danke. So. Und dann probieren wir das doch einfach mal aus. Ich glaube, wie gesagt, es gab das nicht, weil es in der neueren Version das gibt, aber hey. Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das war nämlich eines der witzigsten Upgrades. Aber das funktioniert halt hier noch nicht. Das war nämlich das Finns Upgrade, was dafür gesorgt hat, dass man durch Wasser schießen kann, wie in der Luft. Aber das gibt's dann tatsächlich in 1.7.10 wirklich noch nicht. Ich dachte, vielleicht ist es auch ein Hidden Upgrade, wie die Upgrades mit den Thorncraft-Dingern da zum Beispiel, ne, mit den Thermometern oder so. Thermometern, was auch immer. Den Dingern halt. So, aber dann machen wir jetzt mal das Folgende. Und zwar so. Und einmal, nee, nicht so. Machen wir das Thema mit denen. Die können das besser ab. Und so. Damit hätten wir schon mal unser Max-Damage-Schwert. Mehr geht jetzt nicht mehr. Du kriegst auch auf jeden Fall Max-Damage. Jetzt machen wir 11,5 Herzen Schaden pro Schlag mit dem Rapier. Oder Rapier oder wie auch immer das richtig ausspricht. Sollte man das eigentlich mal, mal gucken. Wie spricht man das denn richtig aus? Rapier. So, sag mal, wie spricht man das richtig aus? Rapier. Rapier. Okay. Also tatsächlich doch Rapier. Habe ich das nicht falsch? Das ist gut zu wissen. Siehst du? Weil ich Leute kenne, die das Rapier aussprechen. Wie spricht man das im Deutschen? Rapier. Nicht mal Rapier, nein, Rapier. Okay. Man kann im Deutschen, glaube ich, auch einfach Degen sagen, ne? Ja, Stoßdegen kann man im Deutschen auch einfach sagen. Aber trotzdem. Interesting. So, das war also das. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob noch irgendwas auf die Bolzen rauf sollte. Irgendwas noch mehr als Quarz. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte den Rest jetzt einfach da Quarz draufhauen und mich des Lebens freuen. Denn mehr als Moos brauche ich da, glaube ich, nicht drauf. Außer vielleicht noch Moos 2. Was haben wir vielleicht gemerkt, das habe ich gar nicht wirklich erwähnt, das sollte ich auch vielleicht nochmal erwähnen, ist, dass Bolzen per Default 2 Modifier haben. Jedes andere Tool hat ja per Default 3 Modifier. Und so Pick hat natürlich immer noch 3, weil wir ja durch Paper einen mehr, durch Thermium einen mehr haben. Das heißt, ne, 3 plus 2 sind 5, minus 2 sind 3. Hey, ich kann rechnen. Aber die Bolzen haben tatsächlich durch das Thormium zwar einen hinzugekriegt, aber haben halt per Base Default nur
2 heißt 2 und 1 von Thermic sind 3 plus nochmal 3 aufwerten sind halt dann nur 6 Modifier, die wir da drauf packen können insgesamt. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dass ein Quarz 72 sind und 72 zu 240 dann mit einem Moos verrechnet, das passen sollte mit 6 Modifiern. Falls nicht, habe ich dann halt falsch gerechnet. Katze. So, haben wir also unsere Bolzen auch aufgewertet. Jetzt wollen wir noch das Ding aufwerten. Ich glaube, den Crossbow mit Lack aufzuwerten, brachte das was? Ich glaube tatsächlich, man konnte den Crossbow mit Lack aufwerten, wenn man das denn wollte. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich dann noch genug habe, um meinen niedrigsten Jawspeed zu erreichen. Ich glaube aber ja. Ich glaube, das war der ganze Punkt. Aber egal, wir machen erstmal Redstone drauf. Damit wir das auf jeden Fall haben. Das ist mir am wichtigsten. Dass wir da Redstone drauf haben, bis wir den niedrigsten haben. Und jetzt haben wir gerade einen Jawspeed von 1,5. Und das wollen wir natürlich verringern. Und jetzt haben wir einen Jawspeed von 0,25. Mit 190 von 200 Redstone. Und immer noch 3 Modifiern übrig. Ja, ich mag meinen Crossbow. Ich mag ihn. Apropos, wir können nochmal dich weiter aufwerten. Schwupps. So. Gut. Dann haben wir also auch den Hammer jetzt voll aufgewertet mit Speed. 18,4 Mining Speed ist dann doch schon mal so langsam an einem Punkt, wo man damit leben kann. Ich meine, wir haben nur gerade mal 200 Redstone drauf, weil wir so viel anderen Kram da draufhauen wollten. Aber naja, ist wie es ist. So, dann also Redstone wieder weg, Quarz wieder weg. Was können wir denn noch auf unseren Crossbow hauen? Wir haben da jetzt Redstone drauf und jetzt haben wir natürlich einen Jawspeed, der absolut insane ist. Wir können es mal ausprobieren. Das war der Jawspeed. Jetzt schießen. Nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, ne? Ich mag meinen Crossbow. Und ihr seht übrigens, das ist die Accuracy, von der wir hier reden. Also immer noch völlig legitim über die Reichweite. Und die können wir alle wieder mitnehmen und schon haben wir unsere Bolzen auch wieder. Die wirklich relevante Reichweite kommt erst dann, wenn wir halt auf höhere Entfernung schießen. Also zum Beispiel so jetzt. Dann können wir ja mal gucken. Ich glaube, dann landen die nämlich wahrscheinlich irgendwo hier unten. Wow, aber guck, ich meine, guck dir das an. Das ist, wo wir die landen. Immer noch. Und wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ja, da sind auch noch ein paar gelandet. Ne, also die landen dann eben ein bisschen verteilt. Aber halt immer noch sehr nah beieinander auf die Entfernung. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr auf die Entfernung irgendwas sniped. Ja, also wenn ihr hier steht und dort hinten hinschießt, ich weiß nicht, wie viel genau das an der Entfernung sind, aber ich glaube, auf die Entfernung was snipen, da müsst ihr schon ein paar Anläufe haben, wegen halt alleine der Fallstärke. Weil da die Fallhöhe ihr mit einberechnen müsst. Also, alleine das ist wahrscheinlich eher dann der Punkt, als dass die Accuracy nicht trifft. Hui! Kuh ist tot. Ja. Und dieses Ding macht jetzt ordentlich Schaden. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie viel, weil wir keinen Test-Dummy haben. Aber das Ding macht ordentlich Schaden. Ich meine, wir haben eine Base-Damage von 3,5 Herzen. Und dann halt noch die absoluten Draw-Speed von 0,25. Also wir können auch spammen. Und ja, das ist einfach toll. Das ist einfach nur toll. Gut. Ich denke mal, wir werten ihn noch mit Lapis auf. Einfach, weil wir es können. Das ist, denke ich, das Einzige, woran ich jetzt gerade noch denke. Dass er nach Lapis drauf kann, weil wir es können. Schwupps. Mach nochmal Lapis drauf. Let's go. Bisschen Lapis brauchen wir nochmal so. So, das waren unsere 450 Lapis, die wir brauchen für Fortune 3. Dong! Dramatische Musik. Jetzt müsste das Ding also auch noch Fortune haben.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Fortune beim Crossbow auf die Bolzen muss oder auf den Crossbow, damit Fortune auf Entfernung wirkt. Denn dass Fortune auf Entfernung geht, weiß ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das auch bei den, ob den, ob das Ding geht. Das heißt, wir probieren das mal aus. Wir haben hier doch sicherlich irgendwo willige Testsubjekte. Na, kriegen wir da jetzt Looting raus? Das sieht für mich sehr lootig aus, oder? Ich meine, 4-3. Das sieht für mich sehr, sehr lootig aus. Flump. Ja, doch. Ich würde behaupten, das ist Looting auf Entfernung. Also ja, mit einem Crossbow könnt ihr Looting auf Entfernung. Gut, ihr könnt es auch mit einem normalen Bau, aber ich bin einfach ein Fan von Crossbows. Vor allem bin ich ein Fan von Crossbows, weil sie halt vorgeladen sind. Heißt, wenn ich mich verteidigen muss, kann ich nur drauf switchen, zack, und hab sofort einen Crossbow, der sofort schussbereit ist und muss nicht erst zurückziehen. Gut, bei einer Draw Speed von 0,25 ist das, glaube ich, dann auch nicht mehr so der wichtigste Unterschied, aber darum geht es hier jetzt ja auch gar nicht. So, und ich denke, wir machen das mal so, ne? Oder machen wir tatsächlich sogar mal so, dass ich halt 1 und 7 für die Waffen habe. Ne, hier Waffe, Utility, hier Waffe, und Waffe. Und dann halt den Blood Bucket, den wir nicht mehr so oft brauchen jetzt hier. Ich glaube, das ist sogar fast besser, oder? Weil wahrscheinlich, wenn ich sortiere, das umsortieren wird. Nö, tut er tatsächlich gar nicht. Dann ist es nett, dann bleibt es jetzt so. So. Okay. Perfekt. Nur das sortiert er um, weil er halt den Hammer als Mining Tool sieht und somit halt das als Mining Tool auch eine höhere Priorität hat in Slot 2 als das Mattock, was als Secondary Tool zählt. Das ist der Grund, warum das da so ist. Gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt unsere schön aufgewerteten Tools und jetzt haben wir tatsächlich einen Nether Star verschwendet, denn wir haben immer noch zwei Modifier remaining. Also wir hätten tatsächlich nur den Diamant- und Goldblock gebraucht, um Full Flux, Redstone und Lapis draufzupacken. Wir hätten nicht einmal den Diamanten- und Goldapfel gebraucht. Geschweige denn den Nether Star. Was können wir denn jetzt eigentlich da noch draufpacken? Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Ich meine, wir können ja da noch Sachen raufpacken. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Irgendwas muss es da noch geben, was wir da sinnvoll raufpacken. Oder zumindest witzig. Ja, wir könnten noch Metal Ability da raufpacken. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, bevor ich den Flachsgewächs da draufgepackt habe. Aber im Endeffekt brauchen wir halt auch keine Ability. Ja, dann Speed haben wir ja schon voll drauf. Moos brauchen wir nicht. Autosmelt ist halt irgendwie witzig, aber problematischerweise halt, ne? Autosmelt, Feuer auf Entfernung. Weil man Enderman nicht mit Feuer treffen kann, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich bin aber nicht so ein Fan davon, Viecher anzuzünden. Ich mache lieber Raw Damage als Feuer. Luck haben wir auch schon drauf. Sharpness brauchen wir darauf nicht. Fury auch nicht. Ich glaube, das ist natürlich Necrotic, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das bringt auf dem. Ich glaube, das bringt auf dem Crossbow nix. Ich glaube, das müssten wir, wenn, dann auf die Bolzen machen, das Necrotic. Und das nächste, was ich noch überlegt hatte, war dann Knockback. Das wäre vielleicht nämlich gar nicht so eine schlechte Idee, da Knockback drauf zu packen. Aus dem einfachen Grund, dass wenn wir Knockback drauf haben, wenn wir dann mal angegangen werden, wir einfach mit dem Crossbow schlagen können, um einfach ein bisschen Knockback zu schaffen. Das ist vielleicht dann gar nicht so die schlechteste Idee, habe ich so überlegt, in meiner Naivität. Und das zweite wäre halt zu ausprobieren, ob Necrotic funktioniert. Das wäre witzig. Aber ich weiß es nicht, ob es funktioniert, den da drauf zu packen. Selbst wenn, wir können ja auch einfach schlagen, um Herzen zurückzubekommen. Denn die Herzen, die man zurückbekommt, sind ja unabhängig davon, was für Schaden man macht. Also hey, lass uns mal eine Necrotic drauf packen. Oder wir machen einen Necrotic und einen Necrotic und einen Piston. Weil irgendwie nicht so ganz irgendwas richtig ist, auch irgendwie sinnlos. Man ein Herz zurückbekommen. Weil bei dem wenigen Schaden, den wir bekommen, ist das auch wieder viel. Wir packen da jetzt zweimal Necrotic drauf. Das sieht absolut interessant aus, das Necrotic da drauf zu packen.
Ja, das sieht überhaupt nicht hässlich aus. Okay, whatever. Stirb. Dass ich jetzt dafür drei Schüsse gebraucht habe, hat niemand gesehen, okay. Dafür habe ich den hier One-Shot. Headshot, voll ins Knie. Schön ist, dass ich nicht mal Headshot muss, die tötet ihr auch so. Bam. Okay, cool. Damit haben wir tatsächlich netterweise das schon mal erledigt. Cool. Wir haben Fernkampfwaffen. Habe ich noch irgendwas nicht gescannt? Mit vielen Dingen, die ich hier wieder habe. Ich glaube, die hatte auch nichts. Oh, die hatte doch was. Warum habe ich ihn noch nicht gescannt, wenn ich sie schon länger habe? Der hatte auch nichts. Der hat sogar was. Und die haben sogar schon alle. Gut, habe ich noch irgendwas? Hier, den MEIO-Port. Einfach mal so ein bisschen rumscannen wieder, weil, ja, weil ich immer mal wieder in die Stimmung komme, mal kurz ein bisschen rumzuscannen. Sewer, XP-Shower sind endlich nur Eisen. Die sind auch so viel Enderperlen, dass wir halt schon mal so dieses Alien-Aspekts da haben. Alienes. Oh, lag. Wow. Tiger Fancy Science hatten wir noch nicht. Type-Sitting Table auch. Okay. Oh, es pisst schon wieder. Okay, lass mal wieder schlafen. Lass mal wieder schlafen, sagte ich. You may not rest now. Ich mach den Enderman angry. Ich darf schlafen. Alles entspannt. Das ist er ja nicht mehr in der Nähe. Das ist dann ja völlig entspannt. Wenn er nicht mehr in der Nähe ist, der Enderman, dann tut er dir ja nichts mehr, ne? Sehe ich auch so. Also der Solarpanel hat immerhin 8 Metallaspekt. Das ist besonders. Und Blocksmash haben erstaunlich viele Aspekte. So, ich glaube, dann haben wir wieder alles Relevante. Ja, sieht gut aus. So, nochmal nach unten gucken. Ich glaube, die Farming Station habe ich mir noch nicht gescannt. Ich habe noch nie eine Arcane Lamp gescannt. Guck mal, ganz viel Zeug, das wir auch noch nicht gescannt haben. Ich glaube, die haben keine Aspekte. Die auch nicht. Das aber schon. Und der auch. Der Rest hier aber nicht, den haben wir eh schon mal versucht. Hi. Ganz leise sterben. So. Ja. Dann läuft das doch. Dann würde ich fast schon sagen. Ich weiß nicht. Es ist zwar heute noch früh und wir haben spät angefangen, aber ich merke auch schon, wie ich langsam wieder müde werde. Aber ich meine, ne, man merkt es immer daran, dass ich müde werde, wenn ich halt, irgendwie Zeug mache, so wie das jetzt, dass ich die Gegend labere und oder manchmal einfach still bin für ein paar Minuten. Und das finde ich immer so ein bisschen so, wenn ich an den Punkt komme, sollte ich eigentlich aufhören, denn sonst wird es auch uninteressant für euch, weil ich dann ja immer nur am Warten bin. Aber hey, Tinker Strange haben wir abgeschlossen. Vielleicht sollte ich mal überlegen. Ich habe jetzt ja noch ein paar Stunden, bevor ich wirklich ins Bett muss. Ich bin halt noch nicht mehr wirklich so geistig auf der Höhe. Wir haben tatsächlich heute, kann ich ja mal kurz erzählen vielleicht. Wir haben tatsächlich heute nämlich den unseren Herd mal ausgetauscht. Wir hatten noch immer ein Ceran-Kochfeld, halt, ne, ganz normal mit heiß werden und so, wie man das halt von heutzutage immer noch oft genug kennt. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video guckt. Vielleicht guckt ihr es ja in 20 Jahren. Dann ist es nicht mehr so aktuell wahrscheinlich. Aber noch ist es aktuell, so mit Ceran-Kochfeldern zu arbeiten, wo so Strom durchgeht und dann Hitze entsteht. Und wir haben jetzt endlich mal auf einen Induktionsherd uns tatsächlich einigen können und mal einen eingebaut.
Den haben wir jetzt bei uns eingebaut, der funktioniert wunderbar. Mussten dafür erstmal den halben Schrank zersägen, weil leider unser alter Herd nicht so tief war. Also nicht so dick war sozusagen, wie der neue es jetzt ist. Heißt, wir mussten da erstmal Platz schaffen, alles anschließen. Jetzt haben wir den Induktionsherd. Yay! Und da haben wir gleich mal Steak mitgekocht. Ist wirklich ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Wir haben das mal ausgetestet, halt, um zu testen, ob der überhaupt funktioniert, haben wir das halt einfach mal gemacht. Wir haben einen sehr, sehr alten Eierkochtopf. Also wirklich so ein ganz altes Ding, so ein Blechding. Aber dadurch, dass es halt Blech ist, ist es magnetisch und magnetische Dinge kann man mit Induktionsherd betreiben. Und da haben wir den Garde neu angeschlossen und hat dann das Ding mal mit Wasser gefüllt, ne, kaltes Wasser genommen, auf den Herd gestellt, auf volle Stufe eingestellt, dann nochmal auf Booster. Man kann halt dann eine spezifische Herdplatte kann man nochmal boostern, um halt besonders viel Leistung für die zu kriegen. Ja, das Wasser hat dann von einer Minute gekocht, ne? das ist ein kleiner Topf, ja, aber ich meine, 60 Sekunden, um Wasser zum Kochen zu bringen. Es ist schneller als ein Wasserkocher. Ich meine, gut, 3200 Watt oder was das Ding dann reinballert, ist natürlich auch mehr als die 500, die so ein Wasserkocher hat, aber trotzdem, es ist einfach nur absolut krass. Es ist einfach nur absolut krass. Und danach haben wir dann Steak halt braten wollen, haben eine neue Pfanne auch. Ich meine, zwar funktionieren bis auf zwei alle unsere Pfannen mit den Induktionsherden, leider übrigens die zwei Pfannen, die wir mit am meisten benutzen, nämlich eine ganz kleine und eine mittelkleine. Gerade die mittelkleine haben wir tonnenweise benutzt, aber hey, meine Mutter hat neue gekauft. Und unter anderem hat sie eine gekauft mit so einem Indikator für Hitze, damit man halt weiß, wann es heiß genug ist, um Steak reinzupacken. Also haben wir Fett reingepackt und erstmal alles stehen lassen, alles andere vorbereitet und dann so, hey, jetzt haben wir das Steak machen. Induktionsherd an, auf Stufe 9. Das Fett, wupp, weg. Die Anzeige in der Mitte halt nicht von hellrot gleich wupp, dunkelrot, ist heiß genug. Okay, das ging schnell. Erstmal ein bisschen runterdrehen. Wieder so auf 6, 7, also so 7. Man soll Steak bei dem Ding, der 9 ist natürlich das höchste, plus Booster. Booster ist natürlich das höchste, aber 9 ist das höchste normale. Und wir haben erstmal mit, und halt dann 7 erstmal wieder runter und dann Steak rein. Hat ordentlich geballert erstmal, aber ja, kommt man essen. Kommt man essen. War noch fast ein bisschen blutig, weil wir es fast ein bisschen kurz drin hatten, aber heiliger, das ist ein Gefühl, mit der Induktionsherd zu kochen. Das ist schon echt was anderes. Wow. So, aber nach diesem kleinen Tangent würde ich mal wirklich sagen, ich glaube, ich werde mir zwischen den Aufnahmen, also halt wirklich jetzt off-stream, mal angucken, wie ich meine Arcticraft-Farm etwas besser aufsetzen kann. Denn ich finde das so langweilig, das kann ich sogar mal off-stream machen. Werde ich jetzt ganz entspannt irgendwie nebenbei YouTube gucken oder so und dann nebenbei mal gucken, dass ich dann diese Farm hier mal ein bisschen schicker hinbekomme. Dass wir halt mehr Sachen farmen können, mehr verschiedene Dinge und das alles soweit mal integriert wird. Ich glaube, das werde ich mich dann mal tun. Ich bin noch am Überlegen, wie genau, denn, ja, ich meine, ich habe das vorher irgendwie anders aufgeteilt und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das genauso aufteilen will, aber mal gucken. Vielleicht teile ich das anders nochmal auf einem anderen Radius Increase oder so. Mal schauen. Aber das gucke ich mir dann an. Also ich würde sagen, dann machen wir einfach mal Schluss für heute. Das ist halt wirklich ein kurzer Stream. Aber das Wichtigste, was ich machen wollte, habe ich geschafft, nämlich halt mir den Crossbow zu bauen. Das war mir wichtig, das wollte ich machen. Und dann kümmern wir uns nächstes Mal wieder um weitere Farben. Und das habe ich überlegt, ob ich das jetzt halt on camera anfange. Nur das war jetzt sonst die Überlegung, dass ich jetzt mal anfange, die Arcticraft Farm schick zu machen und dann darauf aufbauen und alles andere. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so geistig dabei bin und dass es auch selbst für einen Stream fast schon zu langweilig ist, wenn ich wieder stundenlang überlege, wie ich Sachen besser oder schlechter machen könnte. Also hey, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Geht nicht zu spät ins Bett, das habe ich nämlich auch die letzten zwei Tage gemacht, was auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt schon Schluss mache, damit ich rechtzeitig ins Bett gehe. Ne? Damit ich rechtzeitig ins Bett gehe. Ne, RSG, du gehst heute rechtzeitig ins Bett, verdammt nochmal. Musst morgen für die Arbeit ausgeschlafen sein, wenn hier morgen wieder Arbeit ist und ich noch eine Menge zu tun habe, bis die Woche endet. Naja. Okay. Eine gute Nacht.